dachte, ich hätte zwei bekämpft. Ja. Was auch immer. Ach, hier war wahrscheinlich hat der den unterwegs angeschlagen und mitgenommen. Dann können wir das jetzt hier oben abgeben, wenn wir da hinkommen. Das Gefühl, dass die Position schon mal besser war. Also muss da irgendwie gerade sehr an dem vorbei. Dreht mir besser nicht den Okay, Rücken vorhin bin ich zu. hier lang und diesmal habe ich es ja andersrum versucht. Hier Geht dann mit Gianni Fragment. zum Olé. Glück. Was wollt ihr? Redet schon. Und jetzt müssen wir auf Zalutos Raptor, um Zulajin, Moment, Zulajin, das ist der, in die Tergruben zu locken und sie dann in Brand setzen. Dafür gibt es einen Ring oder Schwur. Da werde ich wohl einen Ring nehmen, weil da habe ich noch was Kleines. Benehmt euch in unserer Stadt. Da, okay. Der sieht aus wie meiner, bisschen. Einfach mal rufen, ist eine gute Idee. Fang mich doch. Ja. Wie setze ich die jetzt in Feuer? So. Ja, das war einfach. Nee, doch nicht, was? Diese Blutmagie? Ja. Okay, und nach hinten schießen. Bam, bam, bam. Das erinnert mich an den ersten untoten Raptor. Ja. Mit drei Leuten auf dem armen Vieh hier. Jetzt erstmal entsetzt wegreiten. Aber bis wohin? Der ist doch tot, oder? Ja, okay. Jetzt werden wir hier abgeworfen. Wahrscheinlich noch in ein neues Gebiet Was direkt wollt rein. ihr, Tastermann? Ich möchte gern den Ring. Immer schön aufpassen. Oh, wie schön. Episch. Ja, die anderen Sachen schaue ich halt später noch. So, dann sind wir hier fertig, ne? Im anderen Leben hätten wir vielleicht Brüder sein können, ja. Jo, ich schaue dann mal eventuell vorbei. Tschüssi. So, das ist immer noch nur die Anhänger schwächen. Das heißt, wir könnten jetzt mal hier zur Nekropole. Der wird irgendwann, könnte dieser Giftkiefer, haben wir den schon irgendwann mal besiegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment, das waren die Blutrolle. Da will ich eigentlich nicht rein. Das heißt, ich reite jetzt erstmal nach Osten, sobald ich wieder nicht hier festhänge. Dann hoch nach Norden. Da wäre irgend... Ich habe eine Schatztruhe im Lager der Blutrolle übersehen, echt. Schatztruhe. Alter, die Texturen sind hier teilweise ein bisschen doof. Die Truhe würde ich einfach mal vermuten, ist auf dem Turm. Ne, da vorne ist er. Aber wahrscheinlich werde ich den da vorne pullen. Ja, machen wir das danach auf. Aber für Schatztruhe, da tue ich sogar ein, zwei Gegner, die ich eigentlich nicht bräuchte. Ja, es sind auch wirklich zwei geworden. Jetzt schnell, bevor der wiederkommt. So, jetzt schnell wieder hier raus.
Dann weiter mit dem Alter. Ist das voll? So, hier bin ich auch eben lang und jetzt möchte ich eigentlich Richtung Norden, aber an dem Bluttroll-Lager vorbei. Und ja, Bonus Objectives habt ihr jetzt wohl gemerkt, die okay ich. Beziehungsweise nicht bewusst, aber ich will mich da nicht 10 Minuten rumschlagen für ein bisschen Erfahrung, wenn wir eh alle Gebiete durchmachen und es bis auf 120 schaffen. Nekropolen sind aber super. Gibt's keine nervigen lebenden Leute. Auch gleich da sein, das sieht doch nekropolig aus. Wer bist du? Du bist eine Elite. Du müsst ihm gehorchen, du. Kerzen am Platz und die Opfer sind bereit. Jetzt noch den Zirkel malen. Du klingst wie ein kleiner Verrückter. Grüßt euch, Hallo. Fremdling. Da freust du dich aber einfach so, um mich zu sehen. Okay, wir sollen jetzt den Ritualkreis zeichnen und dann Gebt Trommelschlag. auf euch acht. Lasst die Vision eure Schritte lenken, bis sie den magischen Kreis bilden. Das erinnert mich gerade. Vorsichtig. Buan Sandi wird verärgert sein, wenn das Ritual schlampig durch. Sehr gut. Jetzt schlagt die Trommel. Also, das hat man schon gemacht in der letzten Erweiterung. Da musste man auch Kreise ablaufen. Habe ich direkt erkannt. Bong. Toba Kusuta Tubo. Großer Buan Sandi, diese Opfer erwarten euch. Die Stimme kenne ich doch. Und Geschenke? Sehr schön. Kommt rein, kommt rein. Okay. Das scheint ja ganz netter zu sein. Will ich da außen rum oder will ich hier unten durch? Ich versuch's mal unten durch. Und das. Wow. Mit automatischer Beleuchtung. Das ist ja schick. Das möchte ich zu Hause auch. Es gibt hier einen. Gab einen Where. Der nicht mehr da ist. Und es gibt eine Schatztruhe, die allerdings weiter unten ist. Das könnte dann drinnen irgendwo sein. Rechts ist auch eine Schatztruhe. Sieh an, hallo Hansabu. Wollt ihr eure Schulden begleichen? Wollen wir Großer das? Wansandi, ich bringe euch mehr Seelen. Wie vereinbart. Ich hab Was was wollt wollt ihr ihr vom mitgemacht? Tod? Er will mit euch sprechen, mächtiger Lor. Ei, du willst aber viel, mein lieber Womsamdi. Hexpriester Tizia und Kriegsfürst Malaya töten? Natürlich. Geht schon, Mann. Nee, du hast noch mehr. Wonsamdi wacht über euch. Entweihungen vernichten Ich und muss dann mal Blutsteine zurück. sammeln. Früher oder Mal. später. Muss noch jede Menge Komm. Seelen sammeln, bevor ich meine Schuld abbezahlen kann. Macht's gut. Wir sehen uns bald. Jo, tschüssi. Standen die Dinger eben schon da? Ich schaue mal kurz, ob ich die Schatztruhe rechts vielleicht recht schnell finden könnte. Oh. Ja, tut mir leid, ihr da unten. Wollte eigentlich noch gar nicht zu euch. Schatztruhe könnte da drüben im Gebäude sein. Die können wir sogar töten. Dachte ich. Oh.
Oh. Ich glaube, die waren schon einen anderen Weg losgelaufen. Okay, auf einmal war ursprünglich nicht mein Plan. Aber na gut, machen wir das mal. So. Die Kugel anklicken. Für das Bonusziel, ja. So, lass mal hier das Gebäude prüfen. Da ist irgendwo eine Truhe. Und es gibt auch schändliche Entweihungen, die eklig aussehen. Wo ist die Truhe? Vielleicht in dem Gebäude hier erst. Da ist die Tür zu. Gibt noch einen anderen Eingang. Kann ich hier auf den Ast hoch? Vielleicht. So, vielleicht. Ist die da drin oder ist die hier draußen? Die könnte echt ein bisschen fies versteckt sein. Bin ich jetzt mal spannend. Also, wenn ich hier runter gehe. Da, haha. Ein wenig versteckt. Das finde ich schön. Dadurch bekommt man aber direkt 24 Ressourcen und 2 Runen. Muss ich nur noch hier wieder rauskommen. So. Kommen wir hier auch wieder hoch und kommen so wieder raus. Das fand ich mal schön. Also nicht einfach nur die Schatztruhen, die einfach immer in der offenen Wildbahn einfach völlig unversteckt rumliegen. Oder ich mal kurz nachschauen musste. Ihr könnt Blutsteine droppen. Das finde ich gut. Und ihr könnt entscheiden, immer in Grüppchen. Das finde ich auch gut. Wir meinen einen Blutstein. Von den anderen Sachen habe ich noch nicht so viel, ne? Wir können einmal in Richtung von einem Named schon mal laufen. Da hau ich einfach mal mit drauf. Lass den anderen das töten. So. Ah, da gibt es sogar noch mehr Quests. Und da hinten sind Ekeldinger zum draufklicken. Mutter? Wo bist du? Ich bin deine Mutter. Wir müssen Keuler helfen. Hallo. Ah, okay. Mutter hat was gesagt über eine Abmachung mit Bonsamdi. Sie ist sicher noch irgendwo in dem Tempel. Ja, der Bonsamdi, der ist eine ganz vertrauenswürdige Figur. Die Kleine hat recht. Ihre Mutter ist nicht auf der anderen Seite. Geht, geht. Findet die abhandene Mutter und bringt sie zusammen. Ich mag das nicht, wenn das so gesagt wird. Ist hier jemand drin? Erstmal nicht. Angeblich soll hier irgendwas sein. Mach erstmal hier ein paar Pickel kaputt. Ja, Keuler, laufen wir mal die ganze Zeit hinterher. Das, warte mal. Hier ist jetzt der Kriegsfürst. Gahun ist der Meister von diesem Land. Schon bald wird ihm auch der törichte Bonsamdi dienen. Ja, da haben wir noch ein Wörtchen mitzureden, glaube ich. Hier schon mal, okay, da müssen wir gleich hin für
Das Mädchen, das die ganze Zeit mit uns rumläuft. Ah, Moment, die Tochter ist ja schon tot, ne? Das ist ja schon geil. Das heißt, ist zum Zusammenbringen müssen wir jetzt die Mutter töten. Ende. Eventuell. Eins von beiden, wo die Tochter wiederbeleben wird, nicht klappt. Das wird eine ganz traurige Geschichte wahrscheinlich. Da vorne gibt es die Schatztruhe, ein wenig unten. Tja, könnte auch hier drin sein. Ich tippe eher... Ja, sehr schön. Ja, dann schauen wir doch mal nach Poilas Mutter. Oh, ich und Mutter haben Priester hier gefunden. Sehen wir. Haben mir ein Kleidchen gegeben. Richtig nett. Es ist dunkel da drin. Geht vor, ich bin gleich hinter euch. Ja, ja. Ich mach schon. Ich glaube, wir sind fast da. Mutter, wo bist du? Hallo. Reanimierter Schrecken. So, der Einzige. Kommt bestimmt gleich noch mehr. Wenn Sarkophage rumliegen, ist immer alles super. Hab dich gefunden, Mutter. Dieses Ding? Meinst du mich? Hey! Finde ich jetzt aber nicht nett. Das ist immer, weil ich so eine gute Person einfach bin und allen helfen will. Da komme ich immer in Schwierigkeiten. Ja, Schattenblitzen beworfen, natürlich. Warum auch nicht? Bodeneffekte unter mir. Tut mir leid, Mädchen. Ich werde deine Mutter töten. Jetzt sind Mutter und ich zusammen. Für immer. Oder so. Ja, Mutter hat einen Fehler gemacht. Aber ich vergeb ihr. Jetzt können wir den Rest der Ewigkeit zusammen auf der anderen Seite verbringen. Ich hoffe, Mutter und ich sehen euch mal wieder. Naja, das würde ja heißen, dass ich tot bin. Weiß nicht, ob ich das will. Bleib mal lieber noch ein bisschen lebend. So, Blutsteine, Malatta. Ich würde mal sagen, wir reiten einfach zu Malatta und hoffen, dass wir auf dem Weg noch ein paar Blutsteine finden. Ich weiß halt nicht, wir könnten noch mal versuchen, ob der Rare jetzt noch da ist, wenn wir da rüber reiten. Der Emma verschwindet, wenn ich nach oben komme. Wohl einfach Pech. Ja, ich glaube, wir werden da noch ein, zwei Mal hinreiten. Deswegen machen wir jetzt hier mal die Hexpriesterin. Mit ihren Freunden. Wahrscheinlich werden die Jünger nicht so viel aushalten. Ist meine Vermutung. Und dann wird eventuell da das ich denke mal das ja, Schutzschild genau. Na, eure Seele gehört jetzt Gahun. Die alle mit ihrem Gahun haben. Gibt es hier keinen anderen, dass man sich irgendwie so streiten kann, wer die ganzen Stimmen bekommt? Da hinten gibt es noch eine Quest. Gahun, das ist nicht, was ihr mir versprochen habt. Ja, deswegen sollte man bei solchen Versprechungen immer vorsichtig sein.
Trauerring finden. Die weilt schon viel zu lange unter den Lebenden. Und da hinten tut, was ihr tun müsst, um ihre Seele zu diesem mehr als geduldigen Gott zu bringen. Ja. Ich bekämpfe jetzt echt eine Schlacke. Na gut. Jeder das, was ihm gefällt. Hätte er es jetzt nicht Schlacke genannt. Und du machst irgendwas. Du springst hoch. Ich glaube, ich sollte ein bisschen weiter raus scrollen. Achso, erst immer klein und dann groß. Den Effekt. Da machst du den großen nur selten. Da drüben will ich. Oh, ihr seid sogar friedlich. Runde auf euch reiten wäre ganz okay, glaube ich. So, das war aber nur ein Abstecher für den Bear. Brauchen wir jetzt nämlich noch einen Hauerring. Und immerhin oder weiterhin Blutsteine. Die ihr hier aber nicht droppen könnt. Das jetzt, ihr seid nur für die Bonus-Tiere herkommt. Das machen wir hier trotzdem mal so ein bisschen machen. Wenn die mal alle mitkommen würden, was wir nicht machen. Als Krieger gegen Ranged zu kämpfen, das ist aber so ein bisschen doof. Siehst du, links schießt die ganze. Ja, ich hätte mit Zauber unterbrechen, wäre es wahrscheinlich gegangen. Aber so geht's auch. So. Kann ich ja nutzen, das hier und kurz auf die Kugel mal drücken. So, jetzt will ich aber mal hier. Die werden nichts haben. Ich will gerne reanimierte Schrecken. Da will ich sogar welche von. Das ist gut. Einfach mal direkt so. Da vorne sollte dann auch was für den Hauerring sein. Blutscheine, sehr schön. Ist hier drüben noch ein Eingang. Das könnte sogar hinkommen. Wer bist du denn? Sorry. Ich störe nicht gerne, aber hab hier, möchte hier was. So, dich jetzt mal töten und dann schaue ich mal hier in dein Trüchen. Hey, ein Hauerring. Wer will denn nicht? Ich sehe einen Wer. Aber dazu muss ich erstmal hier rauskommen. Und wenn ich das gemacht habe, wird er wahrscheinlich von der Karte weg sein. Ach, das ist derselbe, den ich schon zweimal nicht gefunden habe. Der muss doch irgendwie hier um die Ecke immer lungern. Und immer ein bisschen zu spät. Ich glaube, diesmal können wir das Bonusziel echt machen, weil wir haben es fast. 72. Und wenn wir hier noch rumrennen, komm, dann töten wir dich. Klicken da auf die Kugel, dann hinten noch auf die Kugel, wo wir den Hauerring abgeben. Dann haben wir es.
So, einmal hier kriege ich Klicki. Dann da vorne rechts um Ecke. Könnten wir, glaube ich, auch nochmal klicken. Nö, können wir nicht. Aber den Hauerring abgeben. Und dafür gibst du. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass ich jetzt einen Ring bekomme. Das ist meine mächtige Seele. Der alte Bonsamdi fühlt sich richtig beflügelt. Ja, meine Macht wächst. Was auch immer du denkst. So, hier noch auf die Kugel. Dann machen wir hier vorne noch mit. Dürfen wir das Bonus-Objective danach fertig machen? Yay! Erfahrung und Geld. So, jetzt können wir die ganzen Dinger hier, glaube ich, bei Von Samdi abgeben. Zack, zack. Das ist übrigens wieder auch ein sehr gutes Beispiel für Failing-Veränderung. Ja, weil man kann von hier bei der Abgabe nicht rausschauen. Hallo, hallo! Hallo, hallo! Wollt ihr einen Handel eingehen? So, erstmal Azarit. Macht auf Stufe 6. Das hier abgeben. Und das hier abgeben. Was wollen wir denn hier? Ich will natürlich einen Gürtel, weil der noch nicht hoch ist. Und hier gibt es jetzt auch was Neues. Ein Ritual abschließen. Dafür. Es gibt ein Schwert. Ein Einhandschwert. Das ist genau das, was ich eigentlich möchte. Wir sehen uns bald wieder. Kommt zum Hof der Seelen. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Pakt abschließen. Wie ich sagte, Phasing. Jetzt wird nämlich da unten der Typ sein, der vorher nicht da war. Guten Tag. Nun, was führt euch zum alten, einsamen Bonsamdi? Bonsamdi! Endlich traut ihr euch aus dem Schutz der Ruine. Was wollt ihr vom Tod? Ihr seht wie ein schlaues Mädchen aus. Und trotzdem unterbrecht ihr mich in meinem eigenen Tempel. Ich gebe euch eine Chance, euch dem Blutgott zu unterwerfen. Gebt auf oder sterbt. Keiner darf Bonsamdi rumkommandieren. Ihr glaubt also, ihr könnt euch mir entgegenstellen, Wicht? Große Worte, aber auf euch wartet dasselbe Schicksal, wie auf alle, die sich Gahun verweigern. Erhebt euch, Diener, und vernichtet den törichten Lor. Champion, schnappt euch die Hexe! Eure Seele für meinen Meister! Eure Seele für Gahun! Meister, gewährt mir eure Gabe! Schluss! Nichts los, hab gerade erst angefangen. Diesen Kampf gewinnt ihr, aber ihr könnt euch nicht ewig verstecken. Sobald ihr rauskommt, sterbt ihr! Eine Dreistigkeit! Ein Angriff auf mein Tempel? Auf mich? Das wird Ihnen noch leid tun. Sowas von leid. Oh, mehr Buffs. Beim Töten eines Gegners besteht eine Chance, dass Pakt mit Von Samdi ich werde den Namen nicht mögen, ausgelöst wird. Ein Fluch, der nach 4 Sekunden explodiert und einem Gegner in der Nähe Schaden zufügt, sowie einen Diener von Von Samdi zu beschwören. Nimm hier alles. Hey! Ein Level Up haben wir auch bekommen. Kusch, vergesst unsere Abmachung bloß nicht!
Schickt Bonsamdi weiter sehen. Eventuell ist der Wehr auch hier unten drin. Wenn ihr weiter in meiner Gunst stehen wollt. Schau ich nochmal kurz. Ja, deswegen, immer wenn ich die Treppe hochging, das war der Grund. Jetzt ergibt das auch Sinn. Oh, das Gute ist also, wir haben Level Up. Wir haben noch einen Azarit-Bonus, den wir gleich vergeben müssen. Wir haben eine Einhandwaffe. Und wir haben eine neue Quest bekommen, die uns von ihr wegführen wird. Also alles in allem bin ich damit zufrieden. Was wir alles alleine jetzt auf dem Hof bekommen haben, das hat sich so richtig summiert zu einer Sache schöner Ereignisse. Du schießt immer grüne Blitze. Fehlt noch quasi ein Abracadabra. Schießt vor allem nicht gut, sondern immer an mir vorbei. Und dein Schild machst du auch in die falsche Richtung. Ein Azarit-Splitterchen. Gut, gut. So, dann müssen wir wieder unten zu dem Tempel, wo wir quasi hier zur Nekropole geschickt wurden. Ist aber ganz gut, weil dann kann ich nämlich auch, kann ich schon mal sagen, also wenn ich da bin und mich angezogen habe, werde ich einen Aufnahmeschnitt machen. Aber das Gute ist, da war ein Flugpunkt. Das heißt, ich kann wieder zwischen den Aufnahmen runter zum Schiff fliegen. Weil ihr habt einmal gesehen, quasi Missionstisch, das ist nicht wirklich anders wie damals in der Garnison oder in der Ordenshalle. Das finde ich jetzt nicht so spannend, das kann ich also zwischen den Aufnahmen machen. Was führt euch an diesen verfluchten Ort? Ich hab viel zu tun. So schlimm ist es hier nicht. Wir sind auf Pilgerschaft. Und irgendwas sagt mir, dass ihr alles nur noch komplizierter machen werdet. Prinzessin, die Horde schickt uns bald Verstärkung. Wir sollten hier mal nichts überstürzen. Seid ihr fertig mit eurem Gespräch? Sehr gut. So. Aber das könnte quasi etwas nämlich schon sein, was dann quasi die nächsten Quests gibt, weil die sind ja gerade angekommen, die Tortolaner. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Mögen die Loa über euch wachen. So, werde jetzt aber noch nicht mit ihr sprechen. So, jetzt muss ich erst nochmal schauen, was ich hier bekommen hatte. Ich hatte bekommen ein Schwert. Das wird angelegt. Dann wird dazu angelegt ein Schild. Hat er irgendwo ein Schild bekommen? Kriegskleben? Nein. Brust? Nein. Das ist das Schild. Sehr gut. Das heißt nämlich, hier habe ich nicht mehr... Ja, das sieht sehr viel besser aus. Den Rest der Ausrüstung werde ich dann außerhalb der Aufnahme mal durchschauen, Zeug verkaufen, Mission starten. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder.